Moin, moin zur Miniaturfragerunde. Diesmal wieder mit ein paar kleineren Fragen, die ich sonst nicht untergekriegt habe. Womit fangen wir denn am besten mal an? Ich denke mal, wir fangen mal mit dem Flip-Flop-Lack an. Der ist ja immer wieder in aller Munde. Den gab es erst von Green Stuff World. Die haben sich jetzt auch diesen Namen gebrandmarkt, also Color Shift. Die gibt es auch von Vallejo. Die heißen da aber anders. Und ja, was machen die? Die sollen das machen. Das ist so eine Metallfarbe. Und die sollen die Farbe wechseln. Also man sieht das hier so ein bisschen. Das ist natürlich mit dem Licht schwierig. Hier vorne ist er blau und hier hinten wird er lila. Also es ist tatsächlich eine Farbe. Und je nachdem, wie halt die Lichteinstrahlung ist, ändert sich halt auch dieser Farbton. Der ist so ein dunkelgrün. Der soll normalerweise auch lila werden, wenn es immer ein bisschen dunkler wird. Sieht man so ein bisschen. Und ja, also die Farben sind nicht billig. Ich weiß jetzt nicht, wie teuer die bei Vallejo sind. Von Green Stuff World kostet, glaube ich, eine Packung um die 25 € und davon gibt es zwei. Ja, also es ist eine schöne Sache. Sieht das hier vielleicht auch so ein bisschen an den Schulterpolstern. Also es ist ein schönes Gadget. Es muss jetzt, man muss sich das nicht kaufen, weil man das jetzt unbedingt braucht. Es ist mal ganz geckig. Die Farbe ist allerdings ein bisschen empfindlich. Ich habe das hier mal so ein bisschen rausgesucht, weil die mag tatsächlich nicht gewascht werden. Also wenn ihr das auftragt und dazu solltet ihr auch meistens einen Airbrush haben, weil die möchte sehr dünn aufgetragen werden, dann ist die ganz waschanfällig. Deswegen sieht man hier schon diese blauen Linien zwischen den Platten. Das ist tatsächlich nicht die Color Shift Farbe, sondern das ist mein Ink. Dass ich dann halt wirklich jede Linie nachgeinkt habe, genauso wie bei dem, dann wirkt das halt ganz gut. Aber wenn man halt einen Wash drauf knallt, dann wird es sehr schnell sehr stumpf oder es shiftet dann halt wirklich nicht mehr. Es ist dann halt wirklich nur noch eine Farbe. Also bei dem sieht man es, glaube ich, ganz gut. Da habe ich dann Wash drüber gemacht. Der ist halt wirklich nur noch blau. Also da ist von Color Shift nichts mehr zu sehen. Und da ist dann halt auch das Problem. Man soll das so lange so dick auftragen, bis man den Effekt hat. Und hier sieht man dann schon, da wollte ich halt so ein richtig schönes Dunkellila, wie es auf der Flasche ist. Und man sieht das schon, das ist so ein bisschen milchig ausgetrocknet. Das war dann wohl zu dick. Aber man kann das ganz schlecht einschätzen, wann der Maximalwert praktisch erreicht ist und wann es halt zu dick wird. Hier ist dann auch mit zu sehen, also hier auf dem Etikett steht normalerweise. Die Hauptfarbe hat das, wenn man das aufträgt, und das kann sich zu diesen Farben wechseln. Wie immer bei Green Stuff World ist es kompletter Bullshit. Also wenn ihr das auftragt, dann ist das ein Weißmetall, was auch eine Chance hat zu lila oder eventuell auch noch diesen Farbton anzunehmen. Aber ich würde das immer, was unten halt wirklich drauf ist, im Ruhezustand, das ist halt der Grundton. Und nicht, weil ihr das jetzt auftragt, wird es auf einmal diese weiße Farbe auf einmal zu lila. Ich glaube, das ist auch das, was ich hier auf den Silbermetallplatten ab und wie ihr seht, ist es Silber und ab und zu mal ein bisschen lila, aber es ist längst nicht so krass, wie das da beworben wird. Ja, also wenn ihr Bock drauf habt, dann holt euch die, aber ihr müsst ja jetzt nicht Unmengen von Geld rausschmeißen. Dann holt euch lieber ein paar vernünftige Metalltöne von Scale Color für das Geld. So. Dann habe ich unglaublich viele Fragen, Rückfragen bekommen zu diesen Base Crackle Paints. Das ist halt auch, das heißt Crackle Paints oder Krakelierlack auf Deutsch. Und damit kann man ja diese Bases machen. Das heißt, man streicht das einfach nur auf, das ist eine Paste. Und die trocknet dann ein und dann bricht die halt. Das gibt es auch von GW, diese Technical Colors. Diese Texturfarben sind natürlich extrem überteuert, also holt euch die wirklich nicht. Ich kann hier diese von AK empfehlen. Die gibt es in verschiedenen Farben und die cracken halt auch schön ein. Dabei ist allerdings zu beachten, ihr müsst gucken, wer beim Aufstreichen, dass ihr nicht zu nah hier an euren Fuß rankommt. Hier sieht man es so ein bisschen, der ist auch so ein bisschen eingesunken. Das zieht sich sehr gerne an so Ecken ran. Und ihr müsst gucken, weil den Kommentar habe ich auch zu dem Blut bekommen, der später noch kommt. Viele haben gesagt, so ja, das trocknet aber so im Deckel ein, dass man das nicht mehr aufkriegt. Bei so welchen Gebinden müsst ihr tatsächlich
Nicht schütteln. Also ihr dürft bei so welchen Sachen nicht schütteln, weil das setzt sich dann in den Deckel, in das Gebinde und das trocknet dann fest. So welche Sachen bitte nur umrühren. Wenn ihr so Kaffeestäbchen habt, dann rührt diese Farbe um, weil sonst klebt es euch echt den Deckel ein. Und wenn ich das halt hier habe, dann rühre ich das halt nur mal auf und dann kann ich das gleich mit diesem Stäbchen auf die Base bringen und dann ist das erst ganz glatt und innerhalb von ein paar Stunden trocknet es dann halt ein und macht dann halt diese Struktur. Die ist auch sehr schön, den kann man dry brushen und auch mit Washes bearbeiten. Das gleiche gibt es auch nochmal von Green Stuff World, auch wieder so eine Green Stuff Farbe. Das kann man kaufen und wenn man sich da auch das Website-Video anguckt, dann ist einfach so, ja, mischt da irgendeine Farbe rein und dann quäkelt das. Hat bei mir tatsächlich nicht funktioniert. Also es ist halt, ja, es ist halt Green Stuff World. Also sobald man da anfängt, mit irgendeiner Farbe reinzugehen, auch wenn es nur ganz wenig ist, dann quäkelt das kaum noch oder gar nicht. Wenn ihr das so pur auftragt, ich habe das hier mal auf deiner Windschutzscheibe gemacht, dann schon. Dann ist es auch ganz cool. Dann könnt ihr damit schön arbeiten. Aber halt für alles, wo dann halt Farbe dazu kommt, kann ich es nicht empfehlen. Ja, da holt euch dann lieber den voreingefärbten. Ist halt schade, dass das halt immer nur. Also es scheint halt am besten zu funktionieren, diese Krakelierlacke, wenn das schon von Haus aus mit einer Farbe kommt. Diese Dinger, die man selber einfärbt, das ist immer so, ja, funktioniert halt oder funktioniert halt eigentlich eher nicht. Kommt halt auch auf die Farbe wohl ein bisschen drauf an. Aber was ich da so aus der Community gehört habe oder auch so aus anderen Malerkreisen, funktioniert das zum Selbsteinfärben leider immer ein bisschen schlecht. Das, was ich euch nochmal vorstellen möchte, das ist auch hier eine große Flasche aus dem Hobbybereich. Wenn man das kauft, das gibt es glaube ich bei Amazon. Das macht allerdings ein bisschen was anderes. Und zwar habe ich das mal hier ausgestellt. Ich habe das für meine Lava-Bases benutzt. Und dann malt ihr die Base unten drunter und dann tragt ihr das auf. Und das muss, glaube ich, so 10 Minuten oder so ein bisschen eintrocknen. Und dann streicht ihr da mit einer anderen Farbe drüber. Also hier jetzt zum Beispiel mit dem Schwarz habe ich drüber gestrichen. Und das schwimmt auf dieser Schicht von Krakelierlack und reißt dann diese Farbe ein. Das heißt, das macht nicht so richtig, richtig Rillen wie hier. Da könnt ihr dann halt auch mit dem Wasch nicht dran gehen, da könnt ihr mit dem Dry Wasch nicht dran gehen, weil es ist im Prinzip eine ebene Fläche, so ein bisschen merkt man es. Aber macht natürlich auch einen relativ schönen Effekt, gerade so für Lava und so. Ist halt für, ja, wie gesagt, für Washes ist es halt nichts. Und man muss das so ein bisschen timen, weil das muss so ein bisschen antrocknen und darf nicht zu viel antrocknen, dass es halt dann noch dementsprechend so einreißt. Ja, das zum Thema Krakelierlack. Dann kam nochmal so off-topic so eine Frage und zwar war das zu dem Blut. Und da wurde gefragt, ob ich denn halt auch mit Kleber und Farbe so diese Blutstränge mache. Das ist ja immer so ein Tipp, den man bekommt. Bei mir funktioniert das irgendwie nicht oder nur schlecht. Ich habe hier noch ein altes Modell. Also klar, es funktioniert. Der Kleber trocknet dann ein. Dann könnt ihr da eure Farbe reinmachen. Dann kommt mal hier rüber, das ist ein bisschen groß. So, ja, dann seht ihr hier den Drachen. Und da habe ich das Maul halt tatsächlich gemacht. Ich muss mal ein bisschen dunkler schalten vielleicht. Ja, und dann seht ihr hier diese Fäden, die habe ich halt auch mit Kleber und Farbe gemacht. Das Problem ist, das könnt ihr wirklich nur für die Vitrine einsetzen, weil das ist super brüchig. Der hatte mal viel mehr, der hat auch richtig dicke Tropfen und so. Der hat auch hinten am Schwanz so einen Gifttropfen. Das bricht heute halt, bricht euch halt ab. Also wenn ihr das in die Vitrine stellt, ist das okay und der steht eigentlich nur in der Vitrine und ist trotzdem abgebrochen. Und wenn ich dann mal sehe Videos, wo dann das ganze Maul zugeschleimt wird mit diesem Kleber. Also ja, das sieht vielleicht dann ein, zwei Mal fürs Foto aus, aber sobald ihr das irgendwie transportiert oder zum Spielen rausbringt, dann brechen euch da die Fäden nur raus. Also das Einzige, was ich halt empfehlen kann, was funktioniert, das habe ich euch hier mal gemacht. Das sind jetzt so meine Blutfäden auf Vorrat. Die kann man auch so abziehen. So, und dann könnt ihr euch die an euer Modell dranhängen. Und das ist diese Farbe zusammen mit UV-Resin.
Das ist die Lampe zum Aushärten. Das ist halt ja, ein Flüssigresin. Das härtet halt sofort aus. Wenn es mit UV-Licht in Kontakt kommt, könnt ihr auch draußen in der Sonne legen. Trocknet genauso gut. Und das ist halt ein bisschen stabiler. Das heißt, ich habe das halt gemischt, das und mit dem Blut und habe das dann halt ausgehärtet. Musste trotzdem noch trocknen, weil klar, das war ausgehärtet nach dem Licht, aber die Farbe muss ja auch noch trocknen. Das heißt, legt es zur Seite und dann könnt ihr hier so Streifen machen und dann könnt ihr das abziehen und die sind ein bisschen stabiler. Also die kann man halt auch wirklich einsetzen. Die brechen halt nicht so leicht, weil dieses UV-Resin auch halt ein bisschen resistenter ist. Und dann könnt ihr das an Mäuler dranhängen. Die sind jetzt natürlich ein bisschen flach, obwohl am Modell selber sieht man das dann auch nicht. Was ich noch nicht ausprobiert habe, was mir aber gesagt wurde, was sehr gut funktioniert, ist, wenn ihr, was heißt Fishing Wire auf Deutsch? Fisch, Strahl, Angelschnur, Angelschnur. Also manchmal, ja. Okay, also wenn ihr Angelschnur habt, dann könnt ihr euch ein Stück Angelschnur abschneiden und praktisch dann diese Farbe da dran malen und das dann aushärten lassen. Und das ist dann wohl richtig stabil. Da müsst ihr halt die Angelschnur links und rechts in eure Figur einkleben, wenn ihr jetzt so einen Schleimfaden machen wollt in so ein aufgerissenes Maul. Oder halt das dann hier so ankleben. Und das soll dann auch wohl richtig stabil sein. Na, es klebt jetzt an meinem Finger. Super. Das soll dann so richtig stabil sein für eure Figur, dass ihr die da auch bespielen könnt, ohne dass gleich was abbricht. So, jetzt habe ich hier die ganze Zeit dunkel gemacht. Ich mache mal wieder heller. Ja, das waren mal wieder drei kleine Themen und ja, ich hoffe, bis zum nächsten Mal.